Hallo meine lieben Freunde der guten Gaming-Unterhaltung und insbesondere natürlich Suicide Squad Kill the Justice League. Was ich im heutigen Video angekündigt habe, habe ich schon mal angeteasert in dem letzten Video und da geht's richtig ans Eingemachte, was dieses Game angeht. Ich hatte es auch schon im Testvideo erwähnt und heute sprechen wir im Detail drüber. Es gibt auch ein Video dazu, aber ich möchte mal die ganzen Hinweise weiter verdichten, damit ihr wisst, worum es hier eigentlich geht. Es geht nämlich darum, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir in diesem Game gar nicht die echte Justice League bekämpft haben oder vielleicht nicht die Justice League bekämpft haben, die wir eigentlich davor alle kennen oder kannten. Und dieser Hinweis könnte eine richtig krasse Sache sein für die Zukunft von diesem Spiel und natürlich auch, was die ganze Kritik oder teilweise auch eben den ganzen Hate, den dieses Game erfahren hat, angeht. Denn es könnte sein, dass alle, die komplett am Durchdrehen waren, was mit der Justice League passiert, vielleicht jetzt gleich große Augen machen. Denn es gibt ein Video, was uns jetzt richtig krass gute Hinweise gibt, dass die Vermutung, die wir jetzt bereits hatten, sehr naheliegend ist. Davor möchte ich einfach mal kurz sagen, dass wir hier auf Twitter halt häufiger schon die Meldung bekommen haben. Unterschiedliche Content Creator auch haben gesagt, es gibt klare Hinweise im Spielverlauf, im Storyverlauf, dass das nicht die echte Justice League war, die wir bekämpft haben bei Green Lantern. Zum Beispiel, dass der Ring sich nicht einen neuen Besitzer gesucht hat, das eigentlich tun würde, wenn dieser Green Lantern wirklich nicht mehr existieren würde. Dann haben wir natürlich die Hinweise, und das spoilere ich jetzt einfach mal, nicht zu groß natürlich, aber im Endgame geht es darum, dass es mehrere Versionen von Brainiac gibt. Also ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es mehrere Versionen der Justice League gibt. Denn es gibt auch mehrere Versionen der Erde. Also wir waren jetzt hier bei diesem ersten Anfang von Suicide Squad Kill Justice League auf Erde 1, soweit ich weiß. Und es wird weitergehen im Laufe der Seasons, dass wir eben andere Erden auch entdecken werden. Das sind dann die Underwelten, die Elseworlds, wo sich dann der Endgame-Content abspielt. Zudem gab es einen Leak, wo es ein Voice-Leak, einerseits, dass Batman noch ein paar Zeilen spricht, also Kevin Conroy noch Zeilen spricht in der Zukunft. Und dass es von Leuten aus der Justice League auch Zeilen gibt, die etwas von, Wiederbelebung oder sowas in die Richtung sprechen. Das mehr sage ich jetzt mal nicht. Ja? Und jetzt hat sich aber noch eine News ergeben und über die sprechen wir jetzt mal ganz im Detail, beziehungsweise gucken uns das gemeinsam an, nämlich vom Batman Arkham Channel und den blende ich euch jetzt hier mal ein. Suicide Squad New Easter Egg Secret Message. Batman will return. Und hier seht es auch, der Kanal hat 970.000 Abonnenten. Wer Arkham Games liebt, kennt diesen Channel. Er hat viel mit Easter Eggs rausgefunden und so weiter, ist richtig ein Fan, heißblütig für die Batman Arkham Reihe, für Rocksteady Games. Und dieser Channel hat hier versteckte Nachricht gefunden und wir gucken uns das zusammen an und dann könnt ihr euch mal selber eine Meinung drüber bilden, was ihr davon denkt. Also ihr habt es gesehen, es gibt mehrere Kalender für jeden Monat und da sind bestimmte Tage markiert. Und der letzte Kalender für den Dezember ist an dem Ort, wo mit Batman was Bestimmtes passiert ist, in Suicide Squad Kill the Justice League. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Das ist nämlich an diesem Ort passiert. Und dann Calendar Man wird aufgeführt, aber er hat jetzt auch die Buchstaben
Und Tag und Monat quasi hat er was gebildet aus diesen unterschiedlichen Kalendern. Und dann, wenn man das macht, also Januar 8 gleich H und so weiter, führt als Beispiel auf und dann kommt nämlich das dabei raus. Also, wer wird da wiederkommen? Wer wird da wohl wiederkommen, meine lieben Leute? Und das, denke ich mal, war dieses Video auf jeden Fall wert. Das ist hoffentlich viele mitbekommen. Es sind hier krasse Easter Eggs am Start. Es sind auch Leaks eben schon erschienen oder waren kurzzeitig abrufbar, die sehr starke Hinweise darauf geben, dass das ganze Ding noch nicht zu Ende ist und dass wir für uns vielleicht noch mal richtig wundern könnten im Laufe der Zeit, was bei diesem Spiel vielleicht den Anschein machte, wie es ist mit der Story. Aber in echt ist es vielleicht noch mal ganz anders. Und es gibt wirklich viele Hinweise, wer die Story durchgespielt hat und drauf zurückblickt, kommt vielleicht an dieser und jener Stelle darauf. Deswegen schließe ich heute mal damit und dann bin ich mal riesig gespannt, wie es weitergeht mit Suicide Squad Kill the Justice League. Ich würde es dem Spiel mega wünschen, dass sie diesen Plot, so einen krassen Plot geplant haben und dass das Spiel vielleicht dann doch noch zumindest ein bisschen Anerkennung bekommt. Weil ich finde, dass dieses Spiel auch ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Bis zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.